Gut, liebe Leute, heute gibt's was richtig Cooles, denn heute sind wir unterwegs zu Lande und zu Wasser. Denn heute machen wir einen Surf and Turf Hotdog und wie ich den gemacht habe, das wisst ihr ganz genau, das seht ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Heute hatte ich mal richtig Lust auf einen schönen Hotdog. Ich wollte aber nicht so eine schnöde Wurst hineinlegen, sondern ich habe mir gedacht, hier, schönes Rindfleisch, schöne Garnelen, das kann gut werden, ja. Und wir legen auch gleich schon mit den Garnelen los. Die habe ich hier in dieser wunderbaren Schüssel. Und die müssen wir erst einmal ein bisschen marinieren. Und dazu gebe ich ein bisschen Olivenöl. Und ziehe meinen wunderbaren Handschuh an. Denn die Garnelen werden jetzt gewürzt mit einem Barbecue-Rub. Und zwar mit meinem Odenwälder Drachenpulver. Wo ihr das herbekommt, das steht unten in der Infobox. Oder ihr nehmt halt euren Lieblings-Rub oder eure Lieblingsgewürzmischung, die ihr gerne habt. Da wird das ein bisschen verteilt. Und wo ihr die Garnelen herbekommt, das steht auch übrigens in der Infobox. Jetzt habe ich hier ein wunderschönes Stück Rinderfilet, aber ihr könnt jetzt alternativ jedes Stück Rindfleisch nehmen, das ihr gerne möchtet. Und da ich das Ganze nachher auf so Spieße aufspießen möchte, weil es macht es mir dann beim Grillen einfacher, schneide ich jetzt das Rindfleisch in mundgerechte Größen oder Stücke. Und im Übrigen die genaue Zutatenliste, die gibt es wie immer am Ende vom Video. Könnt ihr euch abschreiben, screenshotten, das Tablet auf den Fotokopierer legen, den Bildschirm abfotografieren oder schreibt wie immer jemand in die Kommentare. Und dafür vielen, vielen Dank. Und schaut mal da, ich habe Fans. Einmal Mr. Burns in weiß und einmal die Rosi in braun und weißer Pfote. Auch am Rindfleisch brauchen wir ein bisschen Geschmack, das werden wir auch würzen. Als erstes habe ich jetzt hier noch einen Tropfen Öl drauf gegeben und jetzt kommt ein bisschen Salz dazu. Im Gegensatz zu den Garnelen werden wir das Rindfleisch nicht mit einem Barbecue-Rub oder einer Gewürzmischung würzen, sondern wir geben Majoran dazu. Das habe ich nämlich im Sauerland gelernt vom Sebastian von der Sauerländer Barbecue. Vielen Dank übrigens dafür. Er hat mir gezeigt, wenn du ein bisschen Majoran und Salz an Rindfleisch gibst, das ist sehr lecker, sehr simpel, aber sehr, sehr lecker und das wird richtig, richtig geil. Und ihr seht schon, sowohl die Garnelen als auch das Rindfleisch, das ist nicht kompliziert, das ist ganz schnell hergerichtet. Und jetzt können wir auch schon dazu hergehen, unsere Spieße zu machen. Ich nehme zwei Holzspieße, warum mache ich das? Einfach, damit sich das ganze Geläsch am Ende nicht auf dem Grill dreht, weil das macht dann nämlich keinen Spaß. Die Reihenfolge, wie ich das aufstecke, ist einmal Garnele, dann einmal eine Cocktailtomate und dann noch eine Garnele. Ja, ist immer so ein bisschen Fummelarbeit, ne? Aber das klappt schon. Dann kommt ein Stück Rinderfilet drauf. Und dann werden wir nochmal eine Garnele, eine Cocktailtomate und eine Garnele draufgeben. Und ihr könnt euch jetzt ungefähr schon mal vorstellen, na, wie das dann am Ende aussieht. Heute bin ich irgendwie nicht der Schnellste, irgendwie bin ich sehr, sehr langsam. Und weil ich so langsam bin, lebe leid. Wenn ihr jetzt neu auf diesem Kanal seid oder ihr seid schon länger auf diesem Kanal und habt diesen Kanal noch nicht abonniert, dann würde ich mich jetzt wirklich tierisch über ein Abonnement freuen. Vielleicht gebt aber noch einen schicken, netten Daumen nach oben, drückt die Glocke und vor allen Dingen kommentiert fleißig. Kommentiert für den Algorithmus, kommentiert für mich. Ich liebe es, wenn ihr meine Videos kommentiert und was ihr vor allen Dingen von den Videos haltet und wie ihr sie findet und ihr wisst schon Bescheid. Und dafür vielen, vielen Dank. Den Grill, den habe ich schon mal vorgeheizt und da kommen jetzt die Spieße drauf. Die werden direkt über der Flamme gegrillt. Die Flamme könnt ihr ruhig so, ja nicht ganz volle Pulle, so ein bisschen so Dreiviertel Hitze könnt ihr drauf geben. Und das sieht schon richtig, richtig gut aus. Jetzt nochmal drehen. Oh, und ich kann euch sagen, das riecht auch schon richtig gut. Wir haben nicht viel dran. Wir haben ein bisschen Barbecue-Rub, ein bisschen Majoran und Salz, Pfeffer ans Fleisch. Diese Einfachheit, ja, die macht das aus. Also es muss nicht immer alles kompliziert sein. Ich habe jetzt beide Seiten ungefähr so, Pi mal Daumen, vielleicht 2 Minuten von jeder Seite angegrillt. Jetzt kommen sie noch in den indirekten Bereich, damit das Rinderfilet auch noch ein bisschen durchziehen kann. Das sollte ungefähr so eine Kerntemperatur zwischen 52 und 56 Grad haben, je nachdem, was ihr gerne mögt.
Wir mögen 56 am liebsten, deswegen lasse ich das auf 56 ziehen. Und das gibt uns jetzt die Zeit, unsere Hotdogs schon mal vorzubereiten. Ich habe mir keine Hotdog-Buns gebastelt, wollte ich gerade sagen, gebacken. Nein, ich habe mir welche gekauft, denn ich habe in einem schönen Discounter Laugen-Hotdog-Buns gefunden. Und da habe ich mir gedacht, die muss ich holen, weil die sahen so gut aus. Und wie ihr seht, die sehen tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und da habe ich mir gedacht, nee, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Die muss ich einfach probieren. Und natürlich brauchen wir auch etwas für die Optik. Und zwar habe ich hier ein paar Rucoletten. Ihr könnt aber auch gerne Feldsalat nehmen oder Eisbergsalat oder was gibt's denn noch alles für Salate? Radicchio. Ist Radicchio ein Salat? Ja, ne? Aber es ist so bitter. Warum ist der eigentlich so bitter? Das schmeckt mir überhaupt nicht, ne? Ich bleib hier lieber bei dem Löwenzahn. Das ist schon ganz, ganz gut. Da könnt ihr auch so viel reinmachen, wie ihr gerne wollt. Das muss nicht schön aussehen. Das muss... Ich habe heute irgendwie meine Probleme. Ich bin beim Spießen sehr langsam. Ich kriege den Salat da nicht gescheit rein. Heute ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Egal. Unsere Spieße sind jetzt durchgezogen. Schnappe ich mir so einen. Und jetzt lege ich den in den Hotdog hinein. Und natürlich wollen wir die Spieße nicht mitessen. Die ziehen wir nämlich jetzt raus. Das geht wunderbar. Jetzt wird das Ganze nochmal ein bisschen zurechtgerückt. Und das sieht so gut aus. Und ich weiß ja, wie es schmeckt. Ich habe es ja schon probiert. Ihr wisst ja, ich sitze ja hier im Off und spreche das ein und mir läuft schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Im Übrigen, wenn ihr die Spieße oder die Hotdogs mal nachmacht, dann würde ich mich wirklich tierisch drüber freuen, wenn ihr unten in die Kommentare reinschreibt, wie sie euch denn geschmeckt haben. Was mir auch noch gefallen würde, wenn ihr vielleicht ein paar Fotos macht, die bei Facebook postet, bei Instagram und dann dazu schreibt, hier habe ich bei der Odenwälder Feuerküche gesehen, der Daniel hat die gemacht, die finde ich richtig gut oder die finde ich nicht so gut. Solange das alles sachlich und freundlich ist, ist das auch gar kein Problem. Und wenn ihr Lust habt, freiwillig meinen Kanal zu unterstützen, dann könnt ihr sehr gerne Kanalmitglieder werden. Wir sind schon einige und dafür bedanke ich mich sehr. Danke, danke für diesen Support. Ich habe euch sehr lieb. Und wenn wir genug Leute zusammen haben, dann gibt es auch wieder Livestreams. Und jetzt kommt noch ein Sößchen auf den Hotdog drauf. Das ist die Mr. Big von den Beef Bandits. Link steht unten in der Infobox. Oder da oben in der Ecke ist ein Link für eine Burgersoße, die ihr euch nachmischen könnt, die da sehr, sehr nah dran kommt. Und ihr möchtet bestimmt diese Hotdogs jetzt mal nachmachen und damit ihr das könnt, dazu braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Hotdog-Buns, Zweitager-Garnelen, Cherry-Tomaten, Rinderfilet, Öl, Majoran, Drachenpulver, Rucola, eine Burgersoße, Salz und Pfeffer und jetzt wird probiert. Und hier ist ja unser Surf-and-Turf-Hotdog. Liebe Leute, das ist mir vor 2-3 Tagen ist mir das in den Sinn gekommen, da habe ich mir gedacht, hier, ich brauche Garnelen, ich brauche ein bisschen Rindfleisch, ich brauche Hotdog-Buns und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt wird das alles verheiratet, aber das wollte ich euch natürlich zeigen und hier ist das Ergebnis, liebe Leute. Ich babbel auch gar nicht so lange rum, ich werde gleich probieren. So, da brauchen wir auch Anaconda-Modus hier. Boah, ich sag mal so, es gibt Dinge, die möchte man haben, braucht sie aber nicht. In dem Fall gibt es Dinge, die möchte man haben und die braucht man auch, denn das Ding ist sau, sau lecker. Es ist sowas von gut und eigentlich sowas von einfach. Ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Brot, ein bisschen Flussdinge und ein bisschen Landdinge. Und schon schmeckt's hervorragend, liebe Leute. So. Ich bin mir aber sicher, ihr möchtet diesen wunderbaren Surf-and-Turf-Hotdog mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, ihr wisst Bescheid, ihr müsst abschalten. Aber vorher, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss, bis dann. 'Cause I've been running this world.